Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Star Wars The Force Awakens Review hier auf Starblight.de. Und heute habe ich für euch aus der 3,75 Zoll Reihe Kylo Ren. Und ich muss gestehen, es war auch so eine Art Frustkauf, denn ich war beim Toys R Us in Köln-Hohlweide, also nicht der, der den Mitternachtsverkauf gemacht hat, sondern die andere Filiale. Hatte mir erhofft, dort noch ein paar Black Series Figuren zu bekommen. Eine habe ich dann auch bekommen. Aber irgendwie war mein Durst oder mein Appetit auf Star Wars damit noch nicht gesättigt. Deswegen dachte ich mir, ich wollte ja eigentlich unbedingt einen Kylo Ren haben, weil ich den Charakter bisher von dem, was man halt über ihn weiß, sehr, sehr cool finde. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann drückt mal kurz ein, zwei Sekunden auf lautlos, denn er ist nicht direkt ein Sith, aber er ist fasziniert von Darth Vader. Es gibt in Force Awakens diesen Kult der Ritter von Ren und er hat sich da irgendwie so ein bisschen dann rein fanatisiert und sich hier ein Lichtschwert gebastelt und rennt jetzt als Kylo Ren durch die Gegend, trägt eine Maske, trägt eine schwarze Kutte und ist ultra ultra böse. Mehr weiß ich jetzt auch nicht über ihn, aber das reicht mir schon, um zu sagen, ach ja, doch, ich finde Charakter sehr interessant und ja. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass es eine Figur ist mit 5 Bewegungspunkten. Das ist vorerst, ich glaube, es wird eine Target Exclusive sein, aber es wird im regulären Handel oder jetzt im weiten Handel keine reguläre 3,75 Zoll Black Series Figuren, also die mit den vielen Artikulationspunkten, ich glaube 13 oder 14, je nachdem, wird es leider nicht geben. Ist sehr schade, denn ich denke, die hätten auf jeden Fall Potenzial auch gehabt, aber ich bin sowieso komplett auf 6 Zoll umgestiegen, nur bei Kylo Ren habe ich jetzt eine Ausnahme gemacht. Aber bevor wir auf die Figur kommen, gucken wir uns mal die Verpackung an. Wir haben hier oben ein schickes Artwork von Kylo Ren, hier Star Wars The Force Awakens, hier noch ein schönes Artwork. Hier ist Disney-Logo, Hasbro und hier Kylo Ren. Die Figur ist geeignet ab 4 Jahren, was ich relativ früh finde, aber gut. Hat hier so ein kleines Sammelfeature, denn hier ist so ein Plastikteil bei, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und wenn man 3 Figuren, die jetzt da zusammengehören, hat, dann kann man sich hier eine Tischkreissäge zusammenstellen. Anders kann ich das Ding hier nicht beschreiben. Über Sinn und Unsinn lässt sich definitiv streiten. Ich finde es völligen Bullshit, aber dazu gleich mehr. Auf der Rückseite sehen wir das halt auch noch ein bisschen ausgeführt. Hier sehen wir auch, welche Figuren dazugehören. Bei Luke Skywalker ist hier noch ein Teil bei und bei Captain Phasma. Hier steht noch ein kleiner Infotext zu Kylo Ren. Als Krieger der dunklen Seite mit starkem Machtpotenzial kommandiert Kylo Ren die Mission des ersten Kommandos mit einem Temperament, das so hitzig ist wie sein ungewöhnliches Lightsaber. Sein ungewöhnliches Lightsaber. Fangt jetzt auch schon mit diesen verdammten Anglizismen an. Leute, echt jetzt? Bisher wurde es auch immer mit Lichtschwert übersetzt. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht so nachvollziehen. Aber na gut. Es ist so, wie es ist. Ja. Ich würde sagen, befreien wir den Kerl mal aus seiner Verpackung. So, und da haben wir den Guten auch schon. Als allererstes muss ich auf eine Frage zu sprechen kommen, die mir gestellt wurde, und zwar wie die Bemalung ist. Was will man an einer hauptsächlich schwarz gekleideten Figur bemalen? Ich meine, okay, die Maske ist bemalt und hier diese Gürtelschnalle. Die Maske sieht auch halt auch recht gut aus, da kann ich mich nicht beklagen. Ich zoome mal ein bisschen ran. So, da habe ich jetzt großartig nichts zu meckern. Warte, kann man das wieder ein bisschen. So. Besser. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die Figur habe ich mir halt wirklich geholt, weil ich Kylo Ren sehr interessant finde. Aber ich werde mir voraussichtlich keine weiteren Figuren der Reihe holen. Außer jetzt Black Series. Denn ich kann mit diesen 5
Points of Articulation, also 5 Bewegungspunkten, mittlerweile nicht mehr viel anfangen. Ich habe jetzt auch meine Star Wars Rebels Figuren aus dem Regal geräumt. Ich denke, die Zielgruppe ist definitiv vorhanden. Ich habe auch am Force Friday und dem Tag danach gesehen, wie die Dinger weggehen wie warme Semmeln. Das heißt, es ist definitiv ein Markt für diese vereinfachten Figuren da. Kann ich so auf jeden Fall hinnehmen, denn das, was mancher Sammler vergisst oder nicht wahrhaben will, ist, dass eben mit diesen produktionskostengünstigen Figuren eben für uns diese teureren Sammlereien überhaupt erst ermöglicht werden. Es ist halt eben auch so, dass Star Wars damals in den 70ern, Ende der 70er, Anfang der 80er, halt eben auch durch das Merchandise auch einen Boom hatte. Und wer hat das Zeug damals gekauft? Das waren wir als Kinder oder die Generation vor mir noch als Kinder. Und Kinder oder junge Menschen waren halt eben schon immer die Zielgruppe für Spielzeug. Ob es jetzt High-End-Sammlerfiguren sind, ist das wieder eine andere Sparte. Aber ich sehe es halt eben so, dass durch diese Finanzierung der kostengünstigen Figuren eben halt auch kostenaufwendigere oder halt eben auch sammlerfreudigere Figuren produziert werden können. Ich finde, das ist immer so ein Punkt, der gerne mal vergessen wird oder von den Hatern halt irgendwie gerne mal ja, unter den Teppich gekehrt wird, denn für die heißt es nur, wir wollen geile Figuren, wir wollen möglichst komplizierte und aufwendige Figuren und möglichst wenig dafür bezahlen. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber naja, gut. Es ist halt eben so, wie es ist. Es ist keiner gezwungen, hier die 5 Bewegungspunkt-Figuren zu kaufen. Aber ich habe gesehen, es ist ein Markt dafür da. Die Dinger gehen weg wie warme Semmeln, auch für 13 Euro. Ich habe jetzt auch für 13 Euro hier einen Kylo Ren geholt. Das war, wie gesagt, nur ausnahmsweise. Aber unter keinen normalen Umständen würde ich 13 Euro für eine 5 Bewegungspunkt-Figuren bezahlen. Aber man sieht, damit kaum Geld machen. Ja, wie gesagt, 5 Bewegungspunkte, die äußern sich hier mit einem Rotationsgelenk am Kopf, Rotationsgelenke an den Schultern und Rotationsgelenke an den Oberschenkeln. Das war es auch schon. Also das sind jetzt wirklich zweimal Bein, zweimal Arm, einmal Kopf. Macht 5, wenn ihr mitgezählt habt. Sonst habe ich es euch jetzt gesagt. Wenn man hier das Bein hochbewegt, sieht man hier halt hier ein bisschen angedeutet, das Bein in dieser, in diesem Rock drin. Von unten kann man auch so ein bisschen reingucken. So. Persönlich finde ich das Design von Kylo Ren wirklich cool. Auch sein Lichtschwert, was ziemliche Kontroversen ausgelöst hat, finde ich an sich mittlerweile doch sehr cool. Ist eine sehr willkommene Abwechslung für mich. Und ich sehe das Ganze halt wirklich als Zweihänder, sehr mittelalterlich inspiriert. Und sehr experimentell. Das ist auch so ein bisschen das, was man halt schon so ein bisschen daraus deuten kann. Es hat, das Lichtschwert hat einen ganz anderen Klang als die regulären Lichtschwerter, was man im Film dann hören wird. Man hat in einem anderen Video gesehen, dass da halt überall Drähte raushängen, dass er das halt wirklich sehr zusammengebastelt hat. Und auch hier diese Laserstrahlen oder Lichtstrahlen wirken sehr unkontrolliert. Und das, denke ich, spiegelt halt auch Kylo Rens Charakter sehr gut wider, sofern man halt eben davon ausgehen kann, dass er so ist. Und ich muss sagen, Kylo Ren ist jetzt schon neben Darth Maul mein neuer Lieblingsbösewicht im Star Wars Universum. Und jetzt komme ich mal auf diesen, auf diese Plastikverschwendung zu sprechen, die beigefügt ist. Es ist halt hier diese, irgendwie eine Bärenfalle. Hat, glaube ich, kein real existierendes Vorbild. Keine Ahnung, kann er halt hier festhalten, worum er das auch tun sollte. Fällt hier auch schon auseinander. Also das ist wirklich der unnötigste Kram, den ich bei Star Wars als Mitgabe je erlebt habe. Also das ist einfach irgendwie totaler Quatsch. Keine Ahnung, also wer da auf die Idee kam, Gratulation. Ich will auch rauchen, was du rauchst. Sonst kann ich halt nicht viel zur Figur sagen. Wie gesagt, 5 Bewegungspunkte, die habe ich euch gezeigt.
nettes Design an für sich, die Detaillierung im Plastik, die Details sind schon ganz gut. Wir haben hier ein sehr schönes Stoffmuster halt eben auch in der Kleidung. Ich zoome mal ein bisschen ran, mal gucken, ob ich das irgendwie gut einfangen kann. Also was die Detaillierung angeht, auch hier am Schwert selber kann ich nicht meckern. Die sind auf einem durchaus guten Niveau. Auch der Helm gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Wenn ich jetzt nochmal einen Fokus kriege. Aber es ist Geschmackssache. Persönlich bin ich jetzt kein großer Fan von diesen fünf Bewegungspunkten. Aber ich kann verstehen, dass sie existieren. Ich finde gut, dass sie existieren. Und man muss es ja nicht kaufen, nur weil Star Wars draufsteht, denke ich mir dann halt. Und wie gesagt, für mich persönlich ist mein Sammelgebiet mittlerweile die 6-Zoll-Reihe von aus der Black Series und damit bin ich glücklich. Ich bin auch glücklich, dass ihr zugeschaut habt. Ich wäre noch glücklicher, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr Diskussionsbedarf habt zum Thema 5 Bewegungspunkte oder Geldverschwendung oder warum diese Figuren gerechtfertigt sind, freue ich mich auf jegliche stilvolle und geerdete Diskussionen unterm Video. Sonst auch gerne bei uns in der Facebook-Gruppe oder bei uns im Forum. Die Links findet ihr alle hier unten in der Video-Info. Weitere Videos findet ihr auf unserem Kanal und andere Kanäle, die ich gerne supporte, findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Sonst würde ich mich auch freuen, wenn ihr uns dann die Tage wiedersehen beim nächsten Video. Das wird ausnahmsweise auch nochmal Star Wars sein. Das waren dann jetzt drei Star Wars-Videos hintereinander. Aber gut, von nichts kommt nichts und ist ja auch gerade ein aktuelles und interessantes Thema. So, ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und möge die Macht mit euch sein. Das war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist da etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. starblight.de. Von Nerds für Nerds.